Wir haben schon mal einen Dars über Sahwa al-Islamiyya gemacht haben, Bewusstsein, islamisches Bewusstsein darüber gesprochen, wie man sich auch dann verhalten sollte. Sie sollten die neuen Brüdern oder die neuen Muslimen, die von Anfang an zu diesen Gunsterweisung, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gewährt hat, gekommen sind, sollten sie tief dankbar sein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht zuletzt die Muslimen, die beispielsweise jetzt Moscheen gebaut haben oder Moscheen gegründet haben und ihre Religion auch praktizieren, sind unsere Eltern. Das ist auch eine Realität. Unsere Eltern, unsere Väter, unsere Mütter, die diese Moscheen im Laufe der Zeit irgendwann gegründet haben. Unser Verhalten gegenüber unseren Eltern oder Muslimen soll natürlich auf der Basis von Kitab und Sunna basieren und nicht anders. Wie soll das sein? Der Umgang zwischen dir und diesen Muslimen ist sehr gefragt. Gefragt deswegen, weil dein Verhalten ist praktisch das Spiegelbild von dem, was du gelernt hast. Das, was du gelernt hast, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, soll natürlich transparent sein bei dir. Und diese Grundlage, die ich vorhin auch rezitiert habe aus dem Koran Karim, soll auch dann widerspiegelt werden, indem du diese Dauer tatsächlich mit Weisheit und guten Zureden trägst. Und nicht zuletzt bin ich natürlich manchmal auch sehr betrübt und auch sehr, das stimmt mich auch sehr nachdenklich, wenn ich leichtsinnige Stellungnahme von Brüdern höre, dass sie gegen diese Art von Moscheen, weil sie in Anführungszeichen nicht nach der Sunna sind. Die Realität ist aber eine andere. Diese Menschen, die gekommen sind, das sind praktisch einfache Menschen gewesen und nicht anders. Sie sind in Dörfern aufgewachsen, sie haben keine hohe Bildung, aber sie haben an ihre Aqida gehalten, wenn wir sie als Aqida bezeichnen dürfen. Nämlich das, was sie gelernt haben, haben sie mittransportiert, mitgenommen und gegründet. Darüber hinaus haben sie einen Versammlungsort, am Anfang war das ein Verein und dann wurde es nach und nach immer zur Moschee und diese Entwicklung ging immer weiter. Die anderen waren etwas schneller und die anderen etwas langsamer. Aber im Grunde sind sie alle von Ahlus Sunnah. Zunächst einmal sind sie alle von Ahlus Sunnah. Und sie haben auch diese Bildung mitgebracht, die sie zu Hause gelernt haben. Und diese Bildung ist das, was sie mitgetragen haben. Wenn wir dann von türkischen Muslimen sprechen, dann sind das Menschen, die Rechtsschule geprägt sind. Sie tragen nicht eigentlich diese Rechtsschule, aber die sind geprägt von dieser Atmosphäre zu Hause. Und das tragen sie und das haben sie mitgebracht hier nach Europa oder wo auch immer. Und das leben sie. Und deswegen, wenn wir dann beispielsweise nach den Marokkanern schauen, dann sind sie malikitisch geprägt, nicht unbedingt Madhab tatsächlich entsprechend Umsetzung, aber das, was sie zu Hause gelernt haben. Und das haben sie praktisch weitergegeben. Aber sie haben nicht beispielsweise von Anfang an darauf geachtet, dass die Bildung beispielsweise bei wem? Bei den Kindern ankommt. Bei der Jugend, bei den Mädchen. War nicht unbedingt vordergründig, dass sie ihre Religion aufgeklärt werden. Und deswegen findest du, dass wir im Moment auch Defizit haben. Es ist einfach so, das ist die Wahrheit, dass wir Defizite haben bei unseren Jugend, besonders was Religion anbetrifft. Wie gehen wir dann mit diesen Menschen um? Wir müssen mit ihnen so umgehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit seiner Umma umgegangen ist und er war der Wissende. Er hat es uns vorgelebt. Ja, und die Sahaba radiallahu anhum, sie haben es uns auch vorgelebt. Und dann müssen wir mit ihnen so umgehen, wenn wir die Sunna kennen, dann praktizieren wir sie. Aber wenn sie das nicht annehmen wollen, dann nicht bedrängen, das ist wichtig. Sondern praktiziere es weiter. Begegne sie mit guten Wesenseigenschaften.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'ad nach Jemen geschickt hat, hatte ihm einen Ratschlag gegeben. Er sagte zu ihm: Fürchte Allah, wo immer du bist, und lass eine gute Tat nach einer schlechten Tat folgen. Und er sagte zu ihm: Und begegne den Menschen mit guten Wesenseigenschaften. Die Menschen, alle Menschen, Muslime oder Nicht-Muslime. Aber die Muslimen haben einen besonderen Stellenwert, wie wir mit ihnen umgehen. Letztendlich ist es so, barakallahu fik, dass du deine Sunna praktizieren kannst, dass du sie auch transparent lassen sollst, dass sie auch dann in deiner Moschee ausführen kannst, aber wenn sie sich wehren oder nicht annehmen wollen, weil sie das anders gelernt haben, dann begnüge dich mit dem, was du ausführst und praktizierst und bedrängen sie nicht, aber bleib bei ihnen. Bleib bei ihnen. Eine besondere Frage, die mich auch immer begegnet, wenn dann gesagt wird, wie soll ich mich verhalten, weil in unseren Moscheen beten sie anders als wir. Das ist eine falsche Frage, barakallahu fikum. Sie beten nicht anders. Sie machen Takbir. Sie stellen sich Richtung Mekka. Sie rezitieren Al-Fatiha. Sie rezitieren auch einiges aus der Surah. Sie sagen Amin, vielleicht leise. Sie machen Ruku', sie machen Sujud. Ja, bestimmte Feinheiten machen sie anders. Wenn sie zum Beispiel die Hand nicht auf der Brust legen, dann unter den Bauchnabel. Ja, und wenn sie beispielsweise einen Knöchel nicht an Knöchel stellen. Aber nicht diese Frage, das ist eine provokative Frage. Wenn man sagt, sie beten anders als wir. Nein, sie beten nicht anders als wir. Sie beten so wie wir. Aber bestimmte Feinheiten, die in der Sunna vorkommen, praktizieren sie nicht. Und deswegen war der Klaufigum, lernt auch die Fragen richtig zu stellen und betrachtet diese Menschen mit barmherzigem Blick. Sie haben immerhin Moscheen aufgestellt. Auch wenn sie haben Ängste, das stimmt. Sie haben Ängste. Sie wissen nicht, was sie begegnet. Sie sind jetzt jahrelang so gefahren, dass sie keine Konflikte haben. Sie haben Angst vor Konflikten. Ja, dann müssen wir auch Rücksicht nehmen. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Ich möchte dann die Frage an Pierre Vogel stellen, unserem Salahuddin. Und zwar geht es um die Hetze gegenüber dem Islam. Und Alhamdulillah, du hast darüber viele Vorträge gemacht, ist auch bekannt. Auch in Kundgebungen wurde das gesagt, sogar gibt es Medien, die das gelobt haben, dass eine kleine muslimische Gruppe, auch die nicht viel Unterstützung von den Muslimen selber bekommt, sehr aktuell gegen die Islamhetze überall in Deutschland Kundgebungen, Vorträge organisiert. Über diese Islamphobie, was sollen wir dagegen tun oder als Muslim, wie kann man sich oder kurz halt über diese Hetze nochmal, was in diesem Land zurzeit passiert, wo angeblich hier freie Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit existiert nach Grundgesetz. Wie ist das zu tun und zu verhalten? Wie sollen sich die Jugendlichen gegen diese Islamophobie sich verhalten? Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Zu dieser Frage könnte ich natürlich auch einen einstündigen Vortrag halten. Also muss ich das jetzt etwas zusammenfassen, das ganze Thema. Erstmal, die Ausgangsposition sieht so aus, dass derjenige, der das, was heutzutage hier in diesem Land passiert, in den etablierten Medien, aber vor allen Dingen in Internetseiten, der diese Propaganda, die gegen den Islam am Laufen ist, mit der Hetze im Nazireich, insbesondere in den Jahren davor vergleicht, dass er dort ganz eindeutige Parallelen sieht. Zur damaligen Zeit, und da kann man Antisemitismusforscher von der TU Berlin fragen, hat man angefangen, aus dem Talmud Verse herauszuziehen, beziehungsweise Aussagen herauszuziehen, um die Boshaftigkeit der Juden darzustellen. Zur damaligen Zeit hat man gesagt, die Juden wollen uns erobern, heute sagt man, die Muslime wollen uns erobern. Zur damaligen Zeit hat man Bilder gezeigt mit dem dunklen Juden und hat versucht, die vererbte Boshaftigkeit an ihnen festzumachen, das macht man heute mit den Muslimen. Indem man pauschalisiert Dinge mit dem Islam in Verbindung bringt, von denen sie ganz genau wissen, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat. Insbesondere die Jugendkriminalität.
Es wird heute ganz klar so dargestellt, auch in etablierten Medien, als wenn Jugendkriminalität, Ehrenmord und so weiter etwas mit dem Islam zu tun hätten. Es wurde noch nie gesagt oder nie Abstand davon genommen, sondern es wird so dargestellt, ganz klar, um den Islam und die Muslime zu dämonisieren, zu diffamieren. Und dann kommt noch das Sahnehäubchen darauf, wie du die Hetze noch verstärken kannst, indem du den guten Muslim bringst. Und der gute Muslim ist dann derjenige, der in der Currywurstbude sitzt und sich die Currywurst aus Schweinefleisch reinpfeift, mit der Flasche Bier in der linken Hand am Trinken. Ja. Das ist der gute Muslim. Und dann wird dieser Kontrast gezeigt. Haben Sie doch keine Angst vor Muslimen. Es gibt ja auch gute Muslime. Hier zum Beispiel Ali aus dem Irak. Ali aus dem Irak feiert schon seit Jahren Weihnachten. Und ja, Ali, jetzt haben Sie zum Beispiel eine, Ali, was sagst du denn zum Islam? Ach ja, weißt du, muss man alles nicht so ernst nehmen, ne? Ist alte Buch, weißt du? Ach, so auf diese Art. Jetzt hat man in einer Zeitung, da hat man eine Frau zum Islam gefragt, eine Türkin, die war früher Pornodarstellerin. Die hat dann ihren Senf zum Islam dazugegeben. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist doch nicht normal, oder? Das ist die gute Muslimin. Mensch, was für ein Fortschritt. Solche Muslime hätten wir gerne, ne? Das stimmt. Ja, wenn ich darüber nachdenke, Brüder, aber jetzt zurück, ernst der Sache, zurück zum Thema. Die Sache ist richtig gefährlich, weil dadurch wird jeder Muslim zur Gefahr. Dieses Wort Schläfer, Achi, das ist ein Totschlagwort laut Aussagen von Nichtmuslimen. Denn das ist ein Wort, was ganz gezielt erfunden wurde, um jeden Muslim an den Pranger zu stellen, der sich zum Islam bekennt. Oder hast du schon mal gehört, dass ein Bankräuber Schläfer genannt wird, bevor er den Bankraub macht? Oder dass ein Mörder Schläfer genannt wird, bevor er den Mord begeht? Oder dass ein Kinderschänder Schläfer genannt wird, bevor er den Mord begeht? Jeder, der ein Verbrechen begeht, hat davor das Verbrechen nicht begangen, bis er erwischt wurde dabei. Aber warum wird dieser Mensch Schläfer genannt? Das ist ganz gezielt um die Muslime. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Aber das fehlt uns leider oft, Brüder. Und das ist eine gefährliche Situation. Denn es gab auf der Welt viele Völkermorde. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, ist das nicht das Ergebnis von der Boshaftigkeit der Menschen. Du fragst dich doch, du siehst Videos, die keiner leugnen kann, von deutschen Soldaten, die jüdische Kinder, die 3 oder 2 Jahre alt sind, die ihren Kindern hinterherlaufen, abballern. Du denkst dir, wie kann jemand so krank sein? Das, was in Auschwitz passiert ist, ich würde das echt mal gerne besuchen, diese Städte, um sich das einfach mal anzugucken. Und du fragst dich, wie kann man so krank sein? Die stellen die Leute nackt im Winter auf den Hof und bespritzen die mit Wasserstrahl, bis die erfrieren. Versteht ihr, Brüder? Wie konnte das kommen, dieser Hass? Und die Juden waren zur damaligen Zeit besser integriert in die deutsche Gesellschaft als die Muslime heute. Viele, die wussten gar nicht, dass sie Juden sind. Die haben deutsche Namen schon angenommen gehabt. Die haben bis heute deutsche Namen in Israel, viele. Aber es ist so weit gekommen. In Bosnien, wie hat das dort angefangen? Witze. Der Muslim ist wie der Skorpion. Und der Skorpion sagt zur Schildkröte, obwohl eigentlich totaler Quatsch ist, Schildkröte, bring mich über, solche Sachen wurden dort erzählt, bring mich auf die andere Seite des Flusses. Und die Schildkröte sagt, nein, Skorpion, du wirst mich stechen. Und dann werde ich ertrinken. Dann sagt der Skorpion, wenn du ertrinkst, ertrinke ich doch auch. Und dann, solche Sachen wurden erzählt, sind sie mitten auf dem See und der Skorpion, der böse Muslim, sticht die Schildkröte. Und die Schildkröte sagt, warum hast du das getan? Jetzt sterben wir doch beide. Und dann sagt der Skorpion, ich bin so. Verstehst du? Achi, wir lachen darüber, aber das ist die Propaganda.
Kannst du dir vorstellen, in Bosnien, wir haben hier Bosnier, wir haben hier Leute, die in Bosnien gedient haben, bei der humanitären Hilfe. Wie geht's deiner Schulter? Gut, alles klar. Jedenfalls.